Hey Gamerinos, ich bin's, der Marty B-Mac. Wir spielen Overwatch Closed Beta mit dem Signata, dem komischen Roboter-Dude hier. Er ist einer aus der Kategorie Heiler und einer, den ich nie spiele. Wir stellen euch vor, was kann der Typ? Der Typ kann so komische Projektile schiessen. Wenn er rechts klickt, dann tut er sogar mehrere aufeinander, wenn er drauf bleibt. Er hat so einen Bauen, wo er schiessen kann, dann tut er Leute heilen. Oder wenn man da auf die Gegner drauf macht, gibt es so eine Art Debuff, also sprich, die fressen ein bisschen mehr Damage. Ja, er ist relativ schwierig zu spielen, weil er hat fast kein Leben. Er wird viel gespielt. Ich finde ehrlich gesagt, auch jetzt immer noch nach dem Patch, relativ einfach zum Killen. Also ein Sniper und so, easy, easy, der kann nichts im Fall. Wirklich, ja, ein, zwei gute gesehen mit dem Spielen, aber das ist wirklich ein Charakter, den ihr eher hinten müsst spielen. Das Team supporten, probieren über weite Distanz eure Projektile zu landen. Er kann recht Damage machen als Healer, aber er macht mir ehrlich gesagt auch nicht so Spass. Es ist wirklich so, wenn ich einen Charakter wollte, wollte ich auch reingehen und nicht nur hinstehen, sonst kann ich auch einen Sniper nehmen. Das ist so ein bisschen meine Attitude gegenüber dem Held. Es gibt Leute, die spielen wirklich huere gut. Andere, naja, was seine ultimative Fähigkeit ist, wahrscheinlich die stärkste oder zweitstärkste, er kann alle unverwundbar machen für ein paar Sekunden. Also, er kann in dieser Zeit zwar nicht attackieren, aber ringsum ist das ganze Team unverwundbar. Das ist stark, das wird gut eingesetzt. Frage mich aber, will ich nicht lieber Mercy nehmen? Mercy kann dann doch noch ein bisschen besser heilen. Ja. Er ist okay, er macht auch keinen Spass. Ich sehe ihn momentan einfach nicht so wirklich. Ich habe lieber andere Helden in meinem Team als den Signata. Vielleicht auch, weil viele Leute ihn einfach nicht spielen können. Ich würde mir dazuzählen, ich kann den überhaupt nicht spielen. Ich finde ihn einfach auch nicht wirklich faszinierend. Das ist nicht mein Held, aber ich glaube so gut so. Oben rechts könnt ihr abonnieren, liken könnt ihr, Facebook könnt ihr auch liken. Und dann kommt es gut, euer Marc, euer BMAC.